Okay, auch mal Hallo von uns. Wir sind Magnus und ich bin Salberto. Wir haben in den letzten Wochen oder Monate, besser gesagt, haben wir uns mit Luftfiltern beschäftigt, wie man wohl am besten Luftfilter konstruiert. Und da haben wir gedacht, da können wir jetzt auch mal einen Talk halten. Oder wir hatten eigentlich gedacht, einen Workshop, nur Workshop ist alles ein bisschen schwieriger. Wir hatten so gedacht, ein bisschen mehr mit Diskussionen halten. Naja, wir hoffen mal, dass auch diese Art an Talk jetzt dafür funktioniert. Genau. Genau, Luftfilter bauen. Dazu haben wir uns ein bisschen Gedanken gemacht. Einmal, wie kann man Luft filtern? Also was muss man dafür machen? Verschiedene Techniken überlegt oder wie kann man auch die Coronaviren abtöten eventuell? Und genau, davon verschiedene Konzepte uns überlegt und die werden wir im Nachhinein auch noch vorstellen. Ja, wir haben auch ein paar andere Konzepte im Internet gefunden. Genau. Warum Luftfilter? Also gut, das erklärt sich so ein bisschen aus der kurzen Vergangenheit selber. Wir wollen halt irgendwie die Ansteckungsgefahr an Corona verringern. Und oder das Coronavirus verteilt sich einerseits durch Tröpfchen, also beim Sprechen, beim Atmen, kleine Tröpfchen aus dem Mund, die dann auf einem kurzen Radius von 1, 2 Metern von anderen Personen eingeatmet werden können. Diese sinken aber recht schnell über zum Boden und sind da meistens nur recht kurzzeitig so gefährlich. Schlimmer sind die Aerosole. Sind halt kleine Schwebstoffe, kleine Partikel, die auch beim Aussprechen und beim Reden, also beim Reden und beim Atmen ausgestoßen werden. Und diese bleiben länger in der Luft. Die schweben in der Luft, werden teilweise auch dann durch die Luftbewegung in Räumen verteilt oder bleiben auch lange stehen. Das heißt, wenn man hier atmet und in 10 Minuten später läuft hier eine Person vorbei, kann die meine Aerosole, die ich ausgeatmet habe oder gesprochen habe, jetzt auch einatmen. Dagegen gibt es viele Empfehlungen. Das Umweltbundesamt zum Beispiel empfiehlt für Schulen, haben bestimmt sehr, sehr viele von euch gehört, dass an Schulen alle 20 Minuten gelüftet werden soll und das für 3 bis 5 Minuten. Ähnliche Empfehlungen gibt es für alle möglichen Bereiche, wobei da die Empfehlungen auch weit auseinandergehen. Manchmal muss häufiger gelüftet werden oder länger gelüftet werden. Da gehen die ein bisschen auseinander, die ganzen Empfehlungen. Nachteil von dieser Möglichkeit, immer zu lüften, ist einmal, dass es natürlich schwierig durchzuhalten ist. Alle 20 Minuten sich sozusagen Wecker zu stellen und immer wieder alle Fenster auf Kipp oder voll, nicht auf Kipp, sondern voll aufzumachen, voll zu öffnen, das vergisst man schnell oder sagt, komm in 5 Minuten oder ähnliches und dann kommt halt die Gefahr der Ansteckung, steigt dadurch. Und die Räume kühlen stark runter. Das ist natürlich jetzt gerade, wenn es draußen ziemlich kalt ist, ein Problem. Wenn ich alle 20 Minuten, also wenn ich einmal kurz ein Fenster für 3 bis 5 Minuten aufmache, dann ist die Luft meistens recht schnell wieder warm. Aber wenn ich das alle 20 Minuten mache oder vielleicht sogar häufiger, dann kühlt sich der Raum natürlich ziemlich schnell ab und dann sitzt man halt drin mit Winterklamotten. Und das ist ja natürlich auch nicht Sinn der Sache. Dann kann man genauso gut direkt draußen Unterricht machen oder draußen sich arbeiten mit seinen Kollegen oder ähnliches. Genau. Ja, dann haben wir uns so ein paar Ziele gesteckt. Also erstmal halt die Virenbelastung aus dem Raum rausfiltern, also senken, also Aerosole und halt die Viren unschädlich machen. Die Aerosole aus der Luft rausfiltern. Und ja, und dafür haben wir uns dann halt gedacht, das am besten ist, ein mobiles System zu machen, weil man der Veranstaltung nicht nur in irgendwie einem Raum und ja, Dinge irgendwo in Räumen einzubauen, ist auch immer schwierig. Ja. Dann haben wir probiert, Dinge günstig zu machen. Ja, die möglichst unseren Bildschirm wieder anmachen, der ist leider ausgegangen gerade. Ja, möglichst günstig zu produzieren und ja, auf jeden Fall leicht zu bedienen, damit das jeder machen kann. Und dabei ja dann auch möglichst wenig Störgeräusche zu erzeugen, damit man auch währenddessen arbeiten kann oder sich normal unterhalten kann. Ja, weiteres ist halt die Luft einmal. Also dreimal pro Stunde durch diesen Lüfter zu bekommen, damit wir auch wirklich diesen ja, Austausch der Luft alle 20 Minuten haben. Und ja, das dann halt auch für die verschiedenen Anforderungen von Klassenzimmer, wo dann irgendwie 24 Schüler drin sind.
dann auch ein bisschen größer sind oder dann halt vom Büro, wo dann halt nur 3 Leute drin sind und nur 25 Quadratmeter oder so. Und ja, oder bis zur Teeküche oder dann halt kleine Familienevents oder wir haben eigentlich geplant, dass wir das mit unserem kleinen ja, Chaos-Treff, unserem Hackspace machen können, aber das geht ja leider auch nicht mehr. Und ja, trotz Luftfilter sollte man natürlich auch ja, bedenken, dass man sich trotzdem anstecken kann, gerade durch irgendwie Tröpfchen. Ja. Genau, wichtig ist, bei verschiedenen Anforderungen sollte man sich natürlich immer gewisse Gedanken machen für das passende Szenario. Tim, einmal wieder. Genau, also welches Szenario? Da haben wir einmal hier eine Quelle, die bei Zeit Online, da wo man sich ein bisschen, die hilft ein bisschen dabei zu entscheiden, wie wichtig ist für diese Situation. Und zwar kann man das bei denen auf der Webseite kann man einstellen, also so einen Raum konfigurieren mit Anzahl Personen, wie lange man sich dort aufhält, wie viele Quadratmeter der hat und halt ganz viele andere Konfigurationen noch machen. Und da sieht man nachher eine Prozentzahl, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass sich also pro Person jeweils, dass die sich ansteckt, wenn eine infizierte Person im Raum ist. Das haben wir ziemlich stark genutzt, um uns Gedanken zu machen, für welches Szenario das wirklich relevant ist. Weil wenn ein Szenario ist, wo eine Person da ganz kurz drin ist, ist natürlich die Chance deutlich geringer. Und wenn dass eine Person angesteckt wird und so weiter. Und das sollte man auf jeden Fall bei dem Szenario, was man sich, für das man das nutzen möchte, auf jeden Fall mal Gedanken zu machen. Genau. Wir haben uns dann auch Gedanken gemacht, wie man Luft filtern kann, welche Luftfiltertypen es gibt, um entweder die Aerosole aufzufangen oder die Viren abzutöten. Und da gibt es das erste, auf das man kommt, sind sogenannte Schwebstofffilter. Die werden in Europa also in Schwebstofffilterklassen eingeordnet. Das sind also EPA, HEPA oder ULPA. Filter nennen die sich dann, je nachdem, wie hoch der Abscheidegrad ist. Also wie viel Prozent der Partikel aufgefangen wird. Und wird das mit 0,1 bis 0,3 Mikrometer Partikel gemacht. Da werden die einzelnen Filter dann zertifiziert drauf. Und da kann man sich dann gucken, wie viel man auffangen möchte. Man kann sich natürlich denken, dass natürlich eher die kleinen natürlich durchgelassen werden. Die kleinen Partikel durchgelassen werden bei den Filtern und die sind halt auch wirklich relevant bei den Coronaviren. Und somit sollte man auch die viel auffangen. Da wird häufig empfohlen, H13 oder H14 zu nehmen. Und somit haben wir uns darauf auch festgelegt und gesagt, dass wir mindestens einen H13-Filter nehmen wollen. Deswegen haben wir uns, ja, dann haben wir offenbar die HEPA-Klasse, H13 haben wir uns da festgelegt. Die gibt es in verschiedenen Bauformen. Das sind einmal so rechteckige Platten, Filterplatten, wo die Luft durchgepustet werden kann. Oder Hohlzylinder. Da kann ich gleich noch welche zeigen. Das sind dann halt so Röhren, wo dann Filter drin sind, wo von außen die Luft angesaugt wird oder von innen nach außen gepustet werden kann. Lebensdauer haben diese Filter, je nach Produkt, ist natürlich immer angegeben. Aber die meisten, die wir so gesehen haben, sind mit 6 Monaten angegeben. Da muss man natürlich beachten, wenn man die als stärker nutzt, als die eigentlich ausgelegt, für das die eigentlich ausgelegt sind. Das heißt, man pustet mehr Luft durch oder man nutzt die einfach länger als normal. Also einfach, wenn die 24/7 betrieben werden, dann würden die sich stärker abnutzen. Und dann muss man das natürlich dementsprechend runterrechnen. Wichtig natürlich jeweils bei diesen Filtern ist auch, dass ein Luftdruckunterschied benötigt wird, natürlich von vor und hinter dem Filter. Das heißt, wir müssen da die Luft ein bisschen durchpressen oder durchsaugen. Und das hat natürlich gewisse Anforderungen an die Lüfter, an die Ventilatoren sozusagen, die dann das bewerkstelligen sollen. Da braucht man natürlich, müssen diesen Druck auch aufbauen können. Das ist auch der Grund, warum wir uns für HEPA 13 entschieden haben, weil man dort leichter die Luft durchsaugen kann als bei HEPA 14. Genau. Ja, genau das Gleiche gibt es halt mit UV-Lampen. UV-Lampen können auch Viren abtöten oder halt deaktivieren. Die gibt es halt auch in zwei verschiedenen Bauformen. Einmal halt in der ganz normalen Glühbirne, die man so kennt, oder halt in einer Röhre. Dann gibt es verschiedene UV-Lampentypen, V, A, B und C. In diesem Fall brauchen wir UVC,
weil die benötigte Energie bei 37 Joule pro Quadratmeter sind, um 99,9% der Viren zu deaktivieren. Es gibt ein paar Studien, die andere Zahlen sagen, aber das ist so ein ganz guter Richtwert, den man da nehmen kann. Ja, Lebensdauer geben die Hersteller so ein Jahr an, dann sollte man sie austauschen, weil sie dann auch irgendwie ihre Energie verlieren. Und ja, wobei man auf jeden Fall darauf achten muss, ist, dass UV-Strahlen halt die Haut und auch die Augen schädigen können. Ist Genau. auch der Grund, warum wir das nicht benutzt haben, damit wir das möglichst einfach halten können. Genau, das war so, das war uns einfach zu gefährlich und deswegen haben wir gesagt, wir werden mit UV-Lampen nicht arbeiten, sondern für uns direkt, wir werden gar das gar nicht anpacken und nur mit HEPA-Filtern arbeiten. Uns das durchtesten. Genau. Auch noch eine interessante Frage, wo man sich drüber, die man sich stellen sollte, ist, wie, also an welchen Stellen sollen die, soll so ein Luftfilter stehen? Das hat natürlich, an welcher Stelle, die muss natürlich die Luft irgendwie gut ausgetauscht werden können. Aber es ist auch relevant, dann natürlich, wie viele Filter habe ich in einem Raum verteilt. Wenn ich einen großen Raum habe, muss ich eventuell ja mehrere Filter haben. Und da hat eine Firma, das, die kleinere Luftfilter verkaufen möchte, hat einmal simuliert, das muss man natürlich dabei sagen. Und die haben wir auch, die Grafiken haben davon mal mit reingenommen hier. Das ist jetzt zum Beispiel ein, wo. Ja, das ist hier ein Klassenraum, wo die Luftzirkulation mit einem starken Luftfilter simuliert wurde. Man sieht halt diese Pfeile, ich hoffe, das kann man gut sehen, wo die Luft durch den Raum sich bewegt. Und da sieht man schon, dass der große Strang sozusagen, die meiste Luft wird einmal so quer durch den Raum geleitet. Und was halt natürlich Nachteile hat, dass gut, wenn Beispiel in diesem Fall jetzt vorne die Luft erst bei der Lehrerin vorbeikommt und dann einmal bei so einer Handvoll Schüler dann vorbeigeführt wird, kann das natürlich Nachteile haben, dass der Luftstrom vielleicht sogar noch unterstützen kann, andere Personen anzustecken. Aber man sieht auch noch hier, zum Beispiel ein paar Stellen, zum Beispiel auf dem linken Bild ganz unten rechts, da wird gehen sehr, sehr wenig Pfeile vorbei. Das bedeutet, dort wird sehr, sehr wenig Luft bewegt. Es kann sein, dass die Luft in diesem Bereich recht lange steht noch oder sich nur langsam bewegt. Und dass einfach wenig erreicht wird. Andererseits findet man direkt an dem Lüfter, sieht man, dass dort auch kleine Schleifen sind. Da ist natürlich, da die Luft aufgestoßen wird und wieder eingesogen wird, ist da auch natürlich also diese Luft sehr, sehr häufig gereinigt, weil dort sehr nah beieinander eine Stelle ist, wo sehr, sehr viel Luft auftaucht auf einmal und andere Stelle ist, wo sehr, sehr viel Luft eingesogen wird. Und dadurch, wie gesagt, bilden sich natürlich solche Schleifen und die werden wir zwar nie verhindern können, aber das bei so großen Systemen sind die schon wahrscheinlicher. Demgegenüber wurde bei denen auch das gleiche Klassenzimmer simuliert mit mehreren kleinen Lüftern. Und wie man hier sieht, bleibt die Luft hauptsächlich immer in diesem Bereich von diesem Lüfter. Das heißt, oder in dem Bereich zwischen Lüfter und Mitte des Raumes ungefähr. Das hat schon mal den Vorteil, dass natürlich dann Leute sich nicht angesteckt werden, die im anderen Bereich des Klassenraums sitzen. Also das ist schon mal ein Vorteil von diesem verteilten System. Außerdem sieht man jetzt hier, man sieht zwar hier auch kleine Schleifen sozusagen, dass die Luft schnell wieder reingesogen wird, aber sie geht halt auch, gehen dann teilweise auch hier recht nah an den Tischen vorbei und zieht da die Luft auch wieder weg. Das heißt, es geht nicht irgendwie aus einer Ecke, wird die Luft sehr, sehr häufig gereinigt, sondern die meiste Luft wird einfach regelmäßig gereinigt. Auf dem rechten Bild erkennt man zum Beispiel in der Mitte eine kleinere Lücke. Sowas kann natürlich auch passieren bei verteilten Luftfiltersystemen, dass man irgendwo eine Stelle ist, weil es aerodynamisch nicht so gut passt, dass dort dann die Luft doch sehr, 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 sehr lange steht. Muss man aber auch sagen, muss man immer abwägen. Also das können wir halt erstmal nicht verhindern. Aber das ist auch so eine Sache, das ist auch vielleicht nicht unbedingt so schlimm, weil wenn da jetzt eine Person sitzt die erstmal in ihren eigenen Aerosolen und wenn die sich ein bisschen ausbreiten, werden sie ja weggesogen. Nichtsdestotrotz ist es trotzdem nicht gut, solche Stellen zu haben, aber man kann nicht einfach jeden Raum analysieren und gucken, wie viel genau man hat. Man sollte einfach gucken, dass man immer so ein bisschen mehr Luftaustausch hat, als man einem unbedingt haben möchte. Also, genau. Ja, dann haben wir uns ein paar entwickelte Systeme angeschaut, die schon existieren. Ja, dann gibt es einmal die Myborn-Wulff-Lampen.
Also UV-Lampen, ja, das Projekt ist auf GitHub zu finden, ist auch verlinkt, zeigen wir später in den Quellen. Ja, deren Ziele sind ja, Firmen, Schulen und Kindergärten gewesen, eigentlich, beziehungsweise alle Leute, die es halt irgendwie gebrauchen könnten. Und ja, im Endeffekt probieren sie die Viren mit UVC-Lampen beziehungsweise Röhren ja, zu deaktivieren, indem sie die Luft längs an diesen Röhren vorbeiziehen, damit auch möglichst viel Energie ja, auf die Luftpartikel gestrahlt wird, um halt das Virus zu deaktivieren. Ja, hier haben wir einmal zwei Bilder davon. Links davon ist das, was die bis jetzt ein bisschen besser dokumentiert haben. Die arbeiten da auch noch fleißig dran. Wahrscheinlich haben sie jetzt schon wieder viel mehr reingeschrieben. Ja, das ist einmal links ein kleines System. Mit, ich glaube, sechs Lampen sind da drin und ja, und auf der rechten Seite, das ist so ein Flight Case, wo die das reingebaut haben, ein paar mehr Lampen. Ja, und habe ich einmal für das kleine 3D gedruckte Modell, da hatten sie halt am meisten dokumentiert, deswegen haben wir das einmal kurz zusammengefasst. Ja, gedruckt werden die Teile mit PETG und ASA. Das ist wichtig, weil die ja, UV-resistent sind, normales PLA wäre das nicht und der Rest, also die ganzen Platten sind dann aus Holz. Ja, Materialkosten kommen die so bei 175 Euro raus, bekommen einen Durchsatz hin mit 380 Quadratmeter, Kubikmeter, stimmt. Ja, deswegen, also man muss bei diesem ein bisschen aufpassen, dass man die Luft nicht zu schnell durch dieses Gerät durchsaugt, damit auch genau diese Energie, die es braucht, ja, an die Viren rankommt. Sie benutzen hier vier Lampen, waren es mit 55 Watt und sie kriegen an den Rändern 100, also am Rand des Systems, damit, ja, das haben sie berechnet, damit man auch wirklich die Energiezahl hat, 120 Joule pro Quadratmeter hin, also deutlich mehr als gebraucht wird. Auf wirklich auf die 99,9% zu kommen und man kann halt vier oder acht PC-Lüfter darin einbauen. Also entweder vorne nur welche oder hinten und vorne. Genau, ein anderes System, was auch recht gut dokumentiert ist, haben wir bei Hexter.io gefunden. Das ist ein System, was dafür ausgelegt ist, um Filterung für Klassenzimmer zu machen. Haben mit allen ihren Ideen sind die darauf aufgebaut, so die rechteckigen HEPA-Filter zu nehmen und davon vier aus vier einen Kasten zu bilden und dann oben die Luft da aus dem Kasten rauszuziehen. Um damit, dass sie von außen durch die Filter angesogen wird und mit dem starken Lüfter nach oben Luft rausziehen und rauszupusten. Genau, das wäre die Idee davon. Wir haben ja auch mal ein paar Bilder. Das sind jetzt drei verschiedene Varianten, die verwenden oder die gebaut haben. Und da zu den einzelnen Varianten sage ich jetzt gleich nochmal was. Also links die Variante A. Da haben die einen 230 Volt Wechselstromventilator verwendet, also so ein Ventilator, den man in die Wand einbaut im Bad, um da die Luft rauszusaugen aus dem Bad, also die feuchte Luft rauszuziehen. Bei denen, also die haben halt einen recht starken genommen und dann kommt natürlich die Geräuschentwicklung, ist dann natürlich sehr, sehr doch relevant. Die haben geschrieben, Geräuschentwicklung okay. Muss man natürlich immer sagen, für den Klassenraum kann sogar sein, dass höhere Geräusche okay sind. Muss man aber ja, muss man halt abschätzen, was welche Lautstärke wirklich noch okay ist oder welche dann laut ist. Nachteil von diesem System, es ist halt nicht regelbar. Das heißt, man kann nicht mal sagen, wenn es jetzt gerade zu laut ist, man regelt runter, sondern man muss es halt komplett ausschalten. Weil 230 Volt Wechselstrom, da kann man nicht so einfach regulieren. Dann haben die sich ein zweites Modell oder das Modell angepasst. Das ist dann Variante A MK3. Und zwar haben die dort einen Motorkühlventilator genommen. Die sind natürlich aus dem Auto, aus dem Kfz-Bereich, arbeiten auf 12 Volt Gleichstrom. Und da ist natürlich die Möglichkeit, dass man es drosseln kann oder regulieren kann, die Geschwindigkeit. Dieser Ventilator ist viel zu laut, wenn man ihn ungeregelt nutzt. Aber da haben die halt dementsprechend auch Messungen gemacht, wenn man ihn runtergeregelt hat. Und das dritte Bild, was wir gesehen haben, da haben die als Idee gehabt, ja, Computerlüfter sind günstig, die kriegt man ja schon für wenige Euros.
Und da haben die einfach gesagt, komm, wir setzen mal 4 drauf und gucken, was rauskommt. Dann ist das aber das Problem, wenn man sich damit beschäftigt, was ich ganz am Anfang gesagt habe, um die Luft durch diese Filter zu bekommen, muss man statischen Druck aufbauen. Und da sind die meisten günstigen PC-Lüfter nicht für geeignet. Da gibt es spezielle, die das können, die dann ein bisschen mehr statischen Druck aufbauen können. Die sind natürlich dann wieder ein bisschen teurer und dann kann so eine Variante auch schnell deutlich teurer werden. Ein großer Vorteil von dieser Variante ist aber die Lautstärke. Da gibt es gut, also PC-Lüfter gibt es wirklich gute, die auch einen guten Durchsatz schaffen und leise sind. Da sind die ja für ausgelegt, die sollen unter dem Schreibtisch stehen und nicht laut sein. Die anderen Lüfter, also bei denen ist es meistens nicht so schlimm, wenn sie laufen, ein bisschen Geräusch erzeugen. Ja, bei PC-Lüftern ist es nicht so. Die sind halt, wenn man da ein bisschen Geld für ausgibt, auch leise. Wir haben die Sachen von denen einmal zusammengefasst, auf welche Werte die kommen. Den Durchsatz, der Luftdurchsatz, die schaffen, sind also bei Variante A mit 770 Kubikmeter pro Stunde. Damit, also man muss jetzt dafür jeweils sagen, die haben halt für einen Klassenraum gerechnet. Ein Klassenraum hat schnell mal 300 Kubikmeter. Wenn man den dreimal die Stunde getauscht haben muss, ist man schon bei 900 Kubikmeter. Die Problematik mit einem Lüfter an einer Stelle, da sollte man vielleicht lieber ein bisschen mehr nehmen. Das heißt, also gut, die 1000 aufwärts sollte man vielleicht für den Klassenraum, je nach Größe des Klassenraums, aber auch schon mal so einplanen. Nur so als Richtwert. Da sieht man halt, das wurde nur mit der Variante A MK3 erzeugt. Da ist man bei 1500 Kubikmeter pro Stunde. Dann hat man aber 63 Dezibel und das ist schon wirklich gut laut. Das will man nicht unbedingt. Bei den anderen Varianten muss man halt auch schon mindestens 2 pro Klassenzimmer nutzen. Damit man halt, dann hat man auch eine bessere Geräuschkulisse. Leider ist bei der Variante B die Dezibelzahl nicht angegeben gewesen bei denen, wird aber deutlich geringer sein als bei denen. Also nicht irgendwo um die 50, 60 sein, sondern ich denke mal auch irgendwo um die 30, 35, 40 maximal liegen. Materialkosten, wie man sieht, haben die bei den einzelnen Varianten 120, 135, 150. Bei dem Variante B mit sehr guten Lüftern, die auch guten Durchsatz schaffen, geht der Preis sehr, sehr schnell sehr hoch. Das sind aber 230 Euro und das schafft dann auch zwar auch 770 Kubikmeter die Stunde, aber da geht der Preis natürlich irgendwann wieder auch wieder relevant. Wobei muss man natürlich bei sagen, das sind Materialkosten, natürlich auch keine Baukosten dabei. Aber wichtig ist, das ist halt viel, viel günstiger als die kommerziellen Luftfiltersysteme für Klassen, die in dem Umfang dafür geeignet sind. Da ist man schnell mal bei einigen tausend Euro Anschaffungskosten. Wie gesagt, hier ist natürlich nicht, jetzt sind Materialkosten ohne die Arbeitszeit berechnet. Genau, dann kommen wir zu dem, was wir uns überlegt haben. Wir haben uns halt überlegt, das System, also die Systeme waren schon beide nicht schlecht. Wir haben uns dann gesagt, warum denn nicht mal gucken, überlegen, wie wir es hinbekommen, ganz kostengünstig Systeme zu bauen, die klein sind, die man schnell verteilen kann. Klein halt lässt sich leicht skalieren. Da war dann die Idee, wir wollen halt viele kleine bauen, die sollen gerichteten Luftstrom wegpusten von sich. Das Problem, was wir am Anfang gesagt haben, mit Luft, die direkt wieder eingesaugt wird, sollte irgendwie nicht passieren. Also im möglichen Fall soll die Luft ein Stückchen von dem Luftfilter weggeleitet werden. Genau, einfach zu bauen. Und zwar haben wir uns da gesagt, das machen wir mit den runden HEPA-Filtern. Also die sind so diese Hohlzylinder. Da zeige ich gleich auch, ich zeige euch die gleich die ganzen Teile. Und versuchen die dann mit dem Lüfter und dann die Zwischenstücke mit einem 3D-Drucker zu bauen, um möglichst schnell einen Prototypen da zu haben und auch in Masse produzieren zu können, in gewissen Maßen. Und dann haben wir uns überlegt, ob wir verschiedene Versionen machen können, die ein bisschen leiser sind, weniger Durchsatz schaffen, oder irgendwelche, die halt mit ja, deutlich mehr Durchsatz schaffen, aber dann können die auch ein bisschen lauter sein. Genau, dann können wir dafür mal kurz auf die Detailkamera schalten. Dann kann ich mal so ein paar Sachen zeigen. Genau. Also, das hier ist so ein HEPA-Lüfter, ein sehr kleiner. Von denen haben wir uns ein bisschen verabschiedet, weil die halt recht klein sind und wenig Filteroberfläche haben. So mehr Filteroberfläche natürlich so.
Einfacher ist es, die Luft dadurch zu saugen oder pusten. Aber daran kann man schön erkennen, wie wir es vorhaben. Also was unsere Idee war. Unsere Idee war, so einen Filter zu nehmen, von einer Seite zuzumachen und dann da drauf einen Adapter zu setzen, um danach irgendeine Art an Lüfter aufzuschrauben. Da haben wir uns dann halt in der ersten Variante und gedacht, auch ja, PC-Lüfter. Dann haben wir uns mal geguckt, wenn wir natürlich nur einen PC-Lüfter brauchen, bekommt man schon ein bisschen preisgünstiger hin, als wenn man halt vier von den teuren braucht. Wir haben das mit zwei verschiedenen Versionen gemacht. Also das ist die Idee, dann halt einen PC-Lüfter drauf zum Beispiel oder halt eine andere Art an Lüfter. Und dann müsste es ja schon theoretisch funktionieren. Wir haben das halt noch gedacht, diese Idee mit dem, dass die Luft gerichtet wegströmen muss. Dazu haben wir noch einen weiteren Adapter gebaut. Und zwar so einen Adapter, auf dem man ein Rohr, also so ein Abflussrohr, aufstecken kann. Also diese Standard-Kunststoff aus dem Baumarkt, Kunststoff-Fallrohre oder Abwasserrohre. Und dann kann man dann reicht schon schnell ein halber Meter und dann ist die Luft schon ein bisschen weg von dem Luftfilter und kann dadurch weggepustet werden. Und somit würde dann halt die Luft von außen angesogen werden und durch den Filter und nach oben hin aus dem Rohr rausgepustet werden. Das Ganze kann ich einmal zeigen, aufgebaut mit einem größeren Lüfter. Da kann ich mal so hier in dieser Kamera zeigen. Diese Bauform hätte das dann mit einem kurzen Rohr. Natürlich kann man da länger machen, braucht man aber unbedingt, gar nicht unbedingt. Weil dann die Luft schon eine kleine Schleife hat. Genau, den lege ich mal auf die Detailkamera. Gut, wir haben gesehen, eben der kleine Lüfter, das ist schon ein Größenunterschied von den Filtern. Und der Preisunterschied ist nicht sehr groß bei diesen zwei Varianten. Und dadurch machen die Größeren schon deutlich mehr Sinn. Genau. So, wie gesagt, so sieht es aufgebaut aus. Haben wir es technisch gesehen. Gut, unten eine kleine Platte muss da drunter. Die haben wir jetzt auch mit einem 3D-Drucker gedruckt. Da reicht aber eigentlich eine kleine Holzplatte, wird dafür vollkommen reichen. Genau. Die haben wir jetzt als Befestigung haben wir uns überlegt, die mit Gewindestangen anzuschrauben. Das heißt, die PC-Lüfter haben ja vier Halterungen. Da einmal eine Gewindestange durch. In diesem Fall haben wir jetzt nur an zwei Seiten von vier eine durch. Aber das würden wir normalerweise, kann man auch mit vier, also besser mit vier arbeiten. Und dann kann man die einfach aneinander schrauben und es ist dicht. Und somit die Luft, die der Luftfil der Filter, der Lüfter ansaugt, wird komplett hier durch den Filter gezogen. Genau, das war unsere erste Variante mit einem PC mit Computerlüftern. Da haben wir 120 mm Lüfter genommen. Die passen recht gut auf die großen Filter drauf. Da braucht man hier nicht großartig adaptieren. In diesem Fall haben wir jetzt hier so ein paar Zentimeter dicke Adapter drücken müssen. Das muss gar nicht so dick sein. Der kann schon auf die Hälfte würde da bei dieser Kombination herreichen. Und das würde natürlich die Druckdauer auch reduzieren. Außerdem passt das gut mit diesem. Dieses ist jetzt ein 125 mm Rohr. Wir hatten das auch, alternativ kann man auch die 110er Rohr nehmen. Das war der, was ich gerade gezeigt habe, der Adapter. Den kann man dann einfach auf den Rohr rauf schieben und genau, um die Luft von dem Filter wegzubekommen. Ja, mit PC-Lüfter, die brauchen halt 12 Volt. Da muss man sich natürlich auch Gedanken drüber machen. 12 Volt, da kann man entweder also wir haben uns ja gesagt, da kann man einfach ein 12 Volt, kleines 12 Volt Netzteil nehmen. Kriegt man für 5 € und kann dann die damit ansteuern. Damit hat man halt erstmal auch keine Regelung da natürlich. Kann man auch dazwischen setzen. Wir hatten jetzt uns gedacht, die sind nicht so laut. Das heißt, man kann die einfach ungeregelt nutzen und einfach immer auf Vollbetrieb fahren. Genau. Preislich liegt man bei diesen hier, je nachdem, bei diesem Aufbau, das wir jetzt hier haben, je nachdem, welchen Lüfter wir verwenden, irgendwo zwischen 40 und 50 €.
Da sind wir schon natürlich schon ein Stückchen günstiger, also mit anderen Materialkosten. Dann haben wir uns eine zweite Variante überlegt. Inspiriert auch von dem Projekt, was wir gerade gesehen haben. Und zwar mit einem Badezimmerlüfter. Man hier sieht, den kann man in die Wand, Wand einbauen und der will die Luft, um aus dem Bad rauszusaugen. Wir haben halt geguckt, dass wir einen finden, der nicht super laut ist und trotzdem halt preisgünstig ist, um das mal auszuprobieren. Da braucht man halt natürlich auch irgendwo einen Adapter zwischen, um zwischen den, vom Filter auf den Lüfter zu gehen. Bodenplatte, okay, braucht man natürlich auch. Da muss man halt das auch, ja, bisschen mehr Druckzeit einplanen, wenn man so eine große Platte drucken möchte. Das wäre hier für das auch nur prototypisch. Für den effektiven Betrieb wäre natürlich, also wenn man davon mehrere machen würde, wäre natürlich sinniger, da einfach eine Holzplatte zu nehmen. Auch hier haben wir mit Gewindestangen gearbeitet. Und da kommt natürlich, also die haben deutlich mehr Luftstrom, was da rauskommt. Da haben wir, da braucht man gar nicht so lange, so weit richten. Und dazu haben wir uns dann gedacht, da reicht vielleicht ein kurzes Stückchen, um das mal gerichtet, weil die Ventilatoren sehr, sehr nah an dem Ausgang dran ist. Nicht, dass hier die Luftverwirbelung so stark ist. Ein kleines, kleine Verlängerung, dass die Luft gerichtet rauskommt, das reicht schon vollkommen aus. Das haben wir, genau, haben wir uns mal so, so aufgebaut und da kommen wir auch schon auf gute Werte. Dieser hier muss auch nicht so aufwendig sein. Es muss nur, dass halt die Luft gerichtet wird. Genau. Bei dem sind wir auch bei Kosten von unter 50 Euro an Materialkosten. Und dann kommen wir auch mal zu dem Vergleich zwischen den Teilen, die wir entwickelt haben. Mal kurz Sachen zur Seite stellen. Genau. Wir haben auch jeweils durchgemessen, wie viel Durchsatz wir damit bekommen. Auf die, da sind ja mal links die PC-Lüfter haben wir dann in zwei Varianten aufgeführt. Einmal mit dem stärkeren Lüfter, der dann halt dementsprechend auch lauter ist, und einmal mit einem leiseren Lüfter, der schafft dann natürlich auch weniger Durchsatz. Und halt gut die Badlüfter-Variante. Geräusche, da haben wir also, gemessen, halt, sind das unser Badlüfter ähnlich laut ist wie der lautere PC-Lüfter. Also der leise Lüfter, PC-Lüfter, damit den konnte man auf Meter Entfernung schon, also kaum noch einen Unterschied messen zum normalen Raumlautstärke. Damit kommt man, das ist natürlich optimal von der Geräuschkulisse. Materialkosten habe ich gerade schon gesagt, jeweils landen wir unter 50 Euro für alle Varianten. Und da ist jetzt das Interessante, die liegen alle natürlich preislich recht ähnlich, schaffen aber einen großen Unterschied an Durchsatz. Der ganz leise PC-Lüfter, der schafft nur 36 Kubikmeter die Stunde, kann aber natürlich, weil er so leise ist, kann man da auch ein paar mehr von den Raum stellen. Oder vielleicht gibt es auch Situationen, wo man lieber einen leisen Lüfter hat oder gar nicht so viel Durchsatz braucht. Und die anderen beiden ungefähr gleich laut, schafft man halt andere Durchsätze. Zum Beispiel der PC-Lüfter mit 75, ist also fast 75 Kubikmeter die Stunde und der Badlüfter mit 125 Kubikmeter die Stunde. Genau, zu dem Geräusch habe ich, zu den Dezibelangaben muss ich noch kurz sagen. Der PC-Lüfter und der Badlüfter haben ja, also der starke PC-Lüfter und der Badlüfter haben fast die gleichen Werte bekommen, haben wir die gleichen Werte gemessen. Da muss man sagen, der Mensch hört Geräusche nicht unbedingt so ganz linear. Es kommt stark auf die Frequenz drauf an, wie laut es einem vorkommt. Und der Badlüfter kommt uns lauter vor als der starke PC-Lüfter. Das heißt, da muss man muss es gucken, ob für welche Situationen die richtigen sind. Obwohl der halt einen geringeren Messwert hat, ja, er stört ein bisschen mehr, aber wie gesagt, immer noch nicht super laut. Genau. Druckdauer für die PC-Lüfter, die Teile mit 11 Stunden, kommen wir schon recht nah, kann man sogar ein bisschen reduzieren, wenn man halt die Bodenplatte nicht druckt. Und der Teil zwischen Filter und Lüfter, der kann auch ein bisschen kleiner gemacht werden. Den Badlüfter, da kommen wir halt auf 29 Stunden. Das liegt halt daran, dass wir dieses aufwendige Rohr komplett gedrückt haben.
was man auch nicht unbedingt so groß machen muss. Und die Bodenplatte, die halt schon, ich glaube, über 10 Stunden gedruckt hat, in der Größe. Das muss auch nicht unbedingt. Das wird auch deutlich kürzer möglich sein. Im Moment halt einfacher als im Baumarkt zu Genau, fahren. genau, genau. Wenn man halt gerade den 3D-Drucker am Laufen hat, warum nicht auch noch kurz über Nacht über so eine Bodenplatte drucken? Außerdem dabei kann man mal kurz auf der Detailkamera sehen. Das war so eine Idee von uns, die haben aber keinen messbaren Unterschied bringt. Haben gesagt, wir bauen unten noch so einen kleinen Zylinder, also so einen kleinen Cone drauf, auf den der Filter gesetzt wird. Einmal aus Idee, dass dann die Luft schon ein bisschen mehr in die Richtung geleitet wird und dass der Filter nicht verrutscht. Wobei das kann man natürlich durch andere Sachen genauso gut lösen, dass der Filter nicht verrutscht. Und dieser Cone braucht natürlich wieder Druckzeit. Das braucht auch nicht unbedingt gemacht. Den haben wir jetzt bei allen Varianten drin. Hat uns aber keinen messbaren Vorteil gebracht. Und daher genau, muss das nicht unbedingt gemacht werden. Und da wird ein einfaches Brett reichen. Und dass der Luftfilter nicht verrutscht, das kriegt man aber irgendwie arretiert. Genau. Ja, dann kommen wir einmal dazu, wie wir gemessen haben. Ja, wir haben einmal den Durchsatz gemessen, indem wir so ein Windmessgerät benutzt haben. Ja, das kann man ziemlich günstig kaufen. Ja, und wir haben dann beim Filterausgang, beziehungsweise Filtereingang eigentlich gemessen. Ja, also die Luft, die durch den Filter reingezogen wird, weil wir bemerkt haben, dass die Luft, aus diesem ja, Rohr oder ja, aus dem Lüfter rauskommt, doch ziemlich viele Verwirbelungen hat und deswegen das sehr schwierig ist, dort irgendwie einheitliche Messdaten zu bekommen. Und deswegen haben wir dann gesagt, probieren wir es am Filter und markieren uns dann auch am Filter 12 Stellen, damit ja, wir auch immer die gleichen Messwerte haben für jedes ja, System und haben dann halt die Geschwindigkeit mit der Filtergröße, also Filteroberfläche dann ja, berechnet. Genau dazu. Wir haben für alle Sachen den gleichen Filter genommen, für alle Messungen mit allen drei Aufbauten. Und wir hatten markiert an den Stellen, wo wir gefiltert haben. Das war also natürlich oben, wo man abgesogen wird, Mitte und unten und dann halt verteilt über den komplett rum. Wir hatten es dann an 12 Stellen und davon haben wir dann halt den Durchschnitt genommen. Und dann halt mal Filteroberfläche, um halt den Durchsatz ja, zu berechnen. Ja, Geräusche haben wir mit einer Smartphone-App gemessen. Das ist jetzt nicht unbedingt die genaueste Variante, aber wir hatten das nur da und haben dann gesagt, wir messen 1 Meter Abstand. Und damit wir zumindest untereinander die Dinge sehr gut vergleichen können. Ja, und deswegen sind sie nicht ganz so aussagekräftig gegenüber den anderen Messdaten, die zum Beispiel andere Leute bei ihren anderen Luftfiltern gehabt haben. Dazu auch noch mal kurz. Das war für uns auch von Anfang an nicht wichtig, weil wir gemerkt haben, dass der Geräusch, wie es einem vorkommt und die Lautstärke, die man da misst, gar nicht unbedingt so viel miteinander zu tun haben müssen in manchen Fällen. Dass einfach eine andere Frequenz viel, viel nerviger sein kann im Hintergrund und so weiter. Das war für uns dann bis jetzt nicht wirklich sinnig, da auch noch zu investieren und noch ein Dezibel-Messgerät dazu anzuschaffen. Da fanden wir schon wichtiger, den Durchsatz recht genau zu bestimmen, um dann bei verschiedenen Szenarien, also zum Beispiel für irgendwelche Räume oder Ähnliches, zu berechnen, wie viel Durchsatz man haben möchte. Genau. Davon haben wir auch ein paar Beispielszenarien uns überlegt, um euch mal zu zeigen, wie man sich so Gedanken darüber machen kann für verschiedene Szenarien. Eigentlich hatten wir das ja als Workshop geplant gehabt und da hätten wir gehofft, dass wir solche Szenarien mal zusammen uns überlegen können, mit ein bisschen Input von euch. Und wir würden dann zusammen sowas berechnen. Das ging jetzt natürlich bei diesem Vortrag ein bisschen schlechter, deswegen haben wir einfach mal ein paar Beispiele mitgebracht. Was vielleicht häufig vorkommt, ist irgendwo so ein Büro, der genutzt werden muss von mehreren Personen. Wir haben jetzt einfach mal durchgerechnet, einen Raum, wo gut eigentlich 2 Personen arbeiten können. Das wäre ja so jetzt einmal 20 Quadratmeter Raum mit 2,40 Meter Deckenhöhe. Und da haben wir auch, wie ganz am Anfang erwähnt, einfach mal bei bei dieser Webseite von der Zeit, bei dem Tool, das mal durchprobiert, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit bei einem Arbeitstag, dass die zweite Person in dem Raum sich ansteckt, wenn eine Person ansteckend ist. Und da kam halt raus, dass wir halt ohne zu lüften,
kommen wir halt bei 53% Ansteckungswahrscheinlichkeit bei einem Arbeitstag. Und das ist halt schon eigentlich zu viel, vor allem wenn es sein kann, dass die eine Person, die ansteckend ist, über mehrere Tage ansteckend ist, ohne das zu wissen. Und dann ist natürlich die Chance ziemlich groß, also ja, dass die andere Person auch angesteckt wird. Mit Stoßlüften kann man es halt deutlich reduzieren, kommen wir hier auf 24 Mal, also 24% Wahrscheinlichkeit. Was eigentlich immer noch zu viel ist, das Zeittool rechnet mit einmal die Stunde Stoßlüften für 10 Minuten. Also für 10 Minuten pro Stunde, ist nicht genau spezifiziert, aber spezifiziert, wie genau, was die genau damit meinen. Aber das als Stoßlüften, das reduziert sie über, knapp über die Hälfte dann nur noch an Wahrscheinlichkeit. Und genau, da haben wir uns überlegt, was könnten wir dafür so einen Raum machen? 48 Kubikmeter Luft passen in diesen Raum rein. Wenn wir dreimal die Stunde die Luft ausgetauscht haben wollen, müssen wir 144 Kubikmeter Luft pro Stunde filtern. Das wären dann halt sozusagen mindestens zweimal die Version mit dem starken PC-Lüfter. Wir haben jetzt den gewählt, also es würde mit dem starken PC-Lüfter und mit dem Badlüfter funktionieren. Wir hatten mindestens die mit dem PC-Lüfter. Und die haben wir jetzt gewählt, weil er einfach ein bisschen leiser ist. Beim Arbeiten ist es dann vielleicht nicht so stark, wenn dann da zwei von im Raum stehen. Wobei man den Badezimmer-Lüfter, 230 Volt Lüfter, hat natürlich den Vorteil, dass die Luft häufiger noch gefiltert wird. Wir kommen auf jeden Fall bei einem Büroraum auf Materialkosten von unter 100 Euro. Also wir haben jetzt bei den Materialkosten sind wir bei 92 Euro. Und das sollte eigentlich so für so ein Büro ja möglich sein auszugeben. Man sollte sich natürlich immer noch Gedanken machen, also ob das ausreicht. Je nachdem, wie nah die Plätze beieinander sind, sollte man vielleicht auch noch Masken aufsetzen. Oder wir haben jetzt hier also als Empfehlung gesagt, dass man trotzdem noch regelmäßig Stoßlüften sollte. Allein schon, um frischen Sauerstoff reinzubringen in den Raum. Das sollte man auf jeden Fall noch zusätzlich machen. Das ist aber auch generell immer zu empfehlen, regelmäßig zu lüften. Ein zweites Szenario, was komplett anders ist, da haben wir uns überlegt, wie wäre es zum Beispiel mit einer Gemeinschaftsküche in einer Wohngemeinschaft? Wenn man sich so, man, also nicht, also das Problem ist ja, dass die Aerosole lange in der Luft bleiben und dass selbst wenn eine Person nie gleichzeitig im Raum sind, kann eine Person vorher eine Stunde lang im Raum gewesen sein und seine Aerosole da verteilt haben und die andere Person kommt danach rein und atmet die dann alle ein. Und da haben wir mal so überlegt, wenn man so ein eine normale WG-Küche, 3x5 Meter haben wir einfach mal genommen. Da sind wir bei 15 Quadratmeter mit 2,40 Meter Deckenhöhe, ist man bei 36 Kubikmeter Luft. Und die würden man hinbekommen mit einmal der Badezimmer-Lüfter-Variante. Wird man jetzt hinbekommen, die Luft in 17 Minuten einmal komplett gefiltert zu bekommen. Das heißt, wenn die parallel läuft und man dann sozusagen die eine Person den Raum verlässt, ist die Luft nach 17 Minuten, kann man davon ausgehen, grob wieder gereinigt. Natürlich nicht, vielleicht nicht jeder ist Luftpartikel und so da einmal durchgegangen, aber das meiste auf jeden kann man davon ausgehen. Und dann würde das schon ausreichen, für diesen Raum schnell wieder ja, die Aerosole auszufiltern. Ein drittes Szenario, was wir uns noch überlegt haben, aktuell ein bisschen ja, utopisch, würde ich mal sagen. Ein Meetingraum, wo man mit 8 Personen an einem Tisch sitzt. Vielleicht ist das in ein paar Monaten, wo die Zahlen wieder tiefer sind, irgendwann wieder realistisch. Aber das haben wir auch mal durchgemessen. Das hat man, wenn man aber nur maximal irgendwie so 30 Minuten in dem Raum ist, hat man aber nur eine Ansteckungswahrscheinlichkeit von 5%, wenn eine Person infiziert ist in dem Raum. Das liegt halt daran, weil man diese Aerosole, die müssen sich ja erstmal aufbauen in der Luft und die müssen dann halt natürlich ja erstmal bei einer anderen Person dann noch in großer Menge oder genug Menge eingeatmet werden, in ausreichender Menge. Was natürlich, man sollte nicht unterschätzen sollte, dass trotzdem das natürlich gefährlich ist. Und vor allem kann es sehr schnell sein, dass man natürlich viele Leute anstecken kann in so einem Raum, wenn jemand sehr, sehr stark ansteckend ist. Trotzdem wäre für so eine Situation die Idee, dass man halt die Lüfter zum Beispiel direkt auf den Tisch stellt, indem man halt dann schön auf den Tisch verteilt mehrere Lüfter. Wir haben jetzt gesagt, mal einfach mal drei. Man kann natürlich das nach oben hin lieber ein paar mehr nehmen. Und dann nimmt man diese leisen PC-Lüfter, die hört man zwar natürlich, wenn man dann 1 Meter von entfernt ist, aber nicht wirklich laut und man kann da einfach dran vorbeiarbeiten sozusagen. Und die Luft, die ausgeatmet wird, wird in der Mitte des Tisches eingesogen
und direkt schmal und direkt gereinigt, bevor sie zu anderen Leuten strömt. Was man natürlich aber trotzdem beachten sollte, dadurch, man so nah beieinander ist, ist die Ansteckungsgefahr häufig eher oder auch noch gegeben natürlich durch Tröpfchen. Und deswegen wäre bei so einer Situation auf jeden Fall, sollte man auch einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Also das wäre in diesem Fall auf jeden Fall sinnig. Genau. Das wäre alles der Input, den wir so für euch bereitgestellt haben. Die 40 Minuten sind auch um. Wir haben hier alle unsere Quellen zusammengefasst und würden uns freuen, natürlich mit euch gleich noch ein bisschen in Interaktion zu treten. Dazu können wir gleich eure Fragen beantworten. Aber generell, wenn ihr euch beteiligen wollt oder Ideen habt, meldet euch gerne bei uns. Wir sind gerade dabei, die ganzen Sachen zusammenzufassen und ein GitHub-Repo reinzuschieben. Wir haben alle Sachen aktuell offline rumliegen oder in diversen Pads und in Chatverläufen drinstehen und so weiter. Das wird noch ein paar Tage dauern, bis wir das meiste so, sozusagen in das Repo zusammengefasst haben. Da war jetzt letzte Tage ein bisschen wenig Zeit zu, durch den Vortrag jetzt. Sonst schreibt euch uns an, wie ihr euch beteiligen könnt, wenn ihr Diskussionen haben wollt. Schreibt uns einfach an oder kommt später zu uns in einen Jitsi-Raum. Wir haben ja mal einen Link angegeben. Wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr einfach nachher mal dazukommen. Wir werden wahrscheinlich wenn wir Fragen durch sind, noch ein kurzes bisschen brauchen, wahrscheinlich nur einen Chunk machen. Und dann werden wir da auch in einem Jitsi-Raum sein und dann können wir mal ein bisschen diskutieren, wenn ihr da Ideen habt. Wir würden uns freuen. Ja, und schaut auf jeden Fall mal bei den anderen beiden Projekten, die wir auch vorgestellt haben, vorbei. Vielleicht sind die ja ein bisschen besser für eure Varianten. Das sind auf jeden Fall sehr interessante Projekte und ja, ganz cool. Genau. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dankeschön, Tim. Ja, ich habe auch hier schon ein paar Fragen bekommen. Ich rede mal ein bisschen lauter, dann kann man mich auch auf der Aufnahme hören. Die erste habt ihr eigentlich schon beantwortet. Gibt es einen Link zur Doku? Ja, gibt es. Die Doku ist noch nicht ganz vollständig, eigentlich sogar noch sehr, sehr wenig. Ich hoffe, wir kommen die Tage mehr dazu. Ich meine, jetzt während des Kongresses hat man ja eigentlich Zeit, aber gut, wie man es kennt, das ist nicht immer so, dass man wirklich diese Zeit auch wirklich hat, wenn man möchte ja auch viele Vorträge sehen und so weiter. Also der Vortrag ist auf jeden Fall da schon hochgeladen. Ich Genau, glaube, die Folien sind hochgeladen. kleine Fehler werden wir da auch noch rauspacken, so wie die Quadratzahlen statt hoch 3. Ach so, okay, das war da Ja. irgendwo. Okay, gut, dann kann ich auch Fehler bereinigen. Okay, gut. Genau, und dann wurde auch gefragt, ob es eine Anleitung gibt. Also die 3D-Files, die Druckfiles werdet ihr wahrscheinlich hochladen. Die sind schon hochgeladen. Ja, Die genau. Files für die einzelnen Sachen sind alle schon hochgeladen. Also das haben wir schon fertig, nur die Dokumentation ist noch nicht da. Ja, und im Genau, okay. Endeffekt ist es halt viel zusammenstecken und also ja, es ist Genau. halt nicht wirklich kompliziert und Genau. Also wenn man die Sachen gedruckt hat, sollte es eigentlich selbsterklärend sein, wie man sie zusammenfügt. Genau, also das ist wie gesagt mit was wir dem. noch sagen können, Dichtung haben halt Genau, das haben wir ein bisschen genau, vergessen. das können wir vielleicht mal kurz wieder auf die Detailkamera gehen. Es gibt, um die dicht zu bekommen, muss man mit natürlich Druck arbeiten, aber durch dass man die mit der Gewindestange zusammenschraubt. Aber wir haben halt so Fensterdichtungskleber verwendet. Also die Caps auf einer Rolle, die Caps gibt verschiedene Dicken, verschiedene Breiten, diese Aufkleber. Und da kann man einfach mal sich die Sachen draufkleben und ist halt mit eine günstigste Variante, das an dicht hinzubekommen. Gerade die PC-Lüfter haben häufig eine ziemlich raue Oberfläche irgendwo am Rand. Und die haben teilweise nur einen ganz, ganz schmalen Bereich, wo die durchgehend Kante haben. Und die muss dann natürlich dann auch passend auf dem Dichtring sozusagen liegen. Da sollte man halt drauf achten beim Zusammenbauen. Ich hoffe aber so, dass wir sowas natürlich in die Doku mit reinnehmen. Das war also so, solche Erfahrungen zum Beispiel sind bis jetzt noch nicht viel dokumentiert. Aber das kommt hoffentlich. Nehme ich mal die nächste Frage. Wie sieht das denn mit der Höhe der Filter aus? Ist es schlau, die an der Decke, am Boden oder vielleicht irgendwo auf dem Tisch? Ihr habt ja schon gesagt, dass ihr zum Beispiel im Meetingraum das Ganze auf den Tisch stellt. Wie ist da das schlauste Vorgehen? Ja, also du könntest einmal kurz wieder zurückschalten. Ja, also da ist das die Sache, wo wir uns noch ein bisschen Gedanken zu gemacht haben, aber noch nicht super viel. Im optimalsten Fall wird halt auf Mund, also auf Sprechhöhe irgendwo eingesaugt. Das heißt, wenn man im Raum viel sitzt,
auf der Höhe, wo die Luft angesaugt wird. Das hat den Vorteil, dass der Luftstrom durch den Raum geht und nicht komplett noch Luft angesaugt wird, vielleicht die, wo die, die gar nicht relevant ist. Das sind aber so Sachen, da hofft man, da müsste man halt hoffen, dass die, ja, dass die Luftströme in diesem Raum auch genauso vielleicht ablaufen, wie man sich erhofft hat. Generell haben wir so auch uns gedacht, generell, dass die unten im Raum sind und nach oben hin gepustet wird, weil unten im Raum ist natürlich einfacher, die hinzustellen, die oder irgendwo anzubringen, an der Wandhalterung oder irgendwo auf den Tisch zu stellen, als an der Decke. Deckenhalterungen sind ein bisschen schwieriger. Und die Luft kommt mit einem leichten Luftdruck raus, also mit schon ein bisschen, also mit einem leicht erhöhter Luftgeschwindigkeit sozusagen. Gerade bei dem mit dem Badezimmerfilter und mit dem Badezimmerlüfter. Und dann sollte die Luft halt am besten nach oben kommen, um dann im Raum irgendwo wieder abzusinken und direkt wieder weggesogen zu werden. Das wäre der optimale Weg, den wir uns ausgedacht haben. Da ist aber, sollte man immer, ich glaube, von Einzelfall zu Einzelfall sich Gedanken machen, wo man die am besten hinstellt oder wie man es aufbaut. Wir hatten uns auch schon mal ein bisschen Gedanken gemacht, ob nach irgendwie Wandhalterung oder ähnliches oder irgendwie Stative dafür zu entwickeln. Aber das, ja, das sagen wir so, das ist wirklich von Szenario zu Szenario unterschiedlich, was man da braucht. Und ja, genau, das sollte man sich dann dafür Gedanken machen. Wo wir auch gerade nochmal den Filter gesehen haben, macht es vielleicht auch Sinn, einfach die Luft durch einen Filter zu drücken? Ihr habt ja hier in dem Beispiel immer die Luft durch einen Filter gezogen. Ja, das in der anderen Richtung aus? Das hat den Grund, dass man dann relativ leicht sehen kann, ob diese Filter verstopft sind oder ob da schon Staub dran hängt. Also es bleibt ja nicht nur Aerosole, boah, dieses Wort. Nicht nur das hängen, sondern halt auch Staub. Und der Vorteil daran hat, ist, dass wir es durchziehen, dass man dann, wenn da relativ viel Staub dran ist, man einfach mit dem Staubsauger dran gehen kann und dann das einfach wieder absaugen kann und dann geht der Filter wieder einigermaßen fit. Man kann ihn ein bisschen länger benutzen. Genau. Also gerade grobe Staubfilter, Staubkörner sieht man halt auch gut da dran. Also wenn die voll gestaubt sind. Und Und der zweite Vorteil ist halt wirklich, dass wir die Luft gerichtet nach oben an die Decke befördern können. Das ist natürlich nicht so gut, wenn man das durch einen Filter packt. Das ist so das Schlechteste, was man machen kann bei Luftstrom. Genau, gerichtet anzusaugen ist schwierig. Also gerichtet wegzupusten ist einfacher. Ja, und habt ihr euch auch noch andere Lüftertypen angeschaut, wie zum Beispiel Radiallüfter? Also angeschaut, also nicht, wir haben es jetzt nicht getestet, also das liegt aber auch in der Bauform, weil es so schön einfach ist, sozusagen von diesem aufzusetzen, diese PC-Lüfter oder diese Badlüfter, Preis-Leistungs-Verhältnis war einfach da, waren die interessantesten. Da haben wir nicht lange uns mit beschäftigt. Das ist eigentlich da schon die komplette Antwort. Radiallüfter hatten wir uns auch nie bestellt, mal zum Testen oder ähnliches. Das wäre natürlich gerne eine Sache, wenn ihr da wollt, könnt ihr das gerne euch mal Gedanken drüber zu machen und vielleicht mal vorschlagen oder mal selber entwickeln. Ja, also wir nehmen gerne Ideen auf und ihr könnt uns auch gerne eure Ideen irgendwie dann zuschicken. Wäre auf jeden Fall ganz cool. Und so würde ich mal sagen, als abschließende Frage, setzt ihr das Projekt denn schon ein oder habt ihr es irgendwo in Produktion oder im produktiven Einsatz? Also ich habe jetzt zum Beispiel an Weihnachten war ich bei meinen Eltern und wenn man da irgendwo zusammen in einem Raum ist, habe ich den jetzt sagen wir testweise irgendwo hingestellt und geguckt, ob Lautstärke technisch, ob das in Ordnung ist. Und das war halt immer bei allem beim Essen oder im Zusammensitzen kein Problem. Aktiv genutzt wird der noch nirgendwo, wenn dieses System noch nirgendwo, wobei wir jetzt also langsam in den Bereich kommen, wo wir die recht sicher sind mit den Modellen und die in größeren Mengen auch sozusagen bauen, produzieren könnten. Wir haben auch schon Anfragen, ob für von irgendwie Kindergärten und ähnliches. Da wollen wir mal gucken, wie lange das dauert, bis die im Einsatz sind. Lag auch tatsächlich daran, dass wir uns halt, also dass man momentan sich überhaupt nicht treffen kann und deswegen ist auch nicht ganz so viel Sinn macht, die zu benutzen. Wenn wir halt irgendwie uns getroffen haben, dann liefen die irgendwie meistens nicht mehr, weil wir sie so getestet haben. Aber genau. Nochmal, um darauf zurückzukommen, ihr habt vorher vom Reinigen gesprochen. Sind diese Filter irgendwie abwaschbar oder wie gut kann man die reinigen? Beziehungsweise wie lange halten sie sich grob nochmal?
Also bei diesem Filter, den wir jetzt auch haben, ist angegeben, dass die, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob bei dem 5 oder 6 Monate angegeben war. Ne, ist, glaube ich, auch nicht drauf angestellt, also brauchst du, glaube ich, gar nicht nachgucken. Ich meine, 5 oder 6 Monate war bei diesem Lüfter, bei diesem Filter gedacht. Abwaschbar bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Die Reinigung hatten wir ja gerade schon gesagt, mit einem Staubsauger kann man da dran gehen, um den groben Staub wegbekommen. Wenn da jetzt mal, weiß nicht, ein Glas Wein drauf kippt oder so oder irgendwie andere Flüssigkeiten, kann ich jetzt gerade nicht dazu sagen, ob die dann irgendwie vielleicht auch irgendwie, ja, schlechtere Leistungen liefern. Vielleicht gehen die dann kaputt. Habe ich so noch nichts, habe mir keine Gedanken drüber gemacht. Wenn sie zu dreckig sind, dann kann man sie auch ganz gerne mal Genau, austauschen. genau. Tatsächlich ist das, glaube ich, eher die bessere Variante, als sie einmal Genau. auszuwaschen. Genau, So genau. teuer sind sie auch tatsächlich. Genau. Genau, was kostet denn so ein Filter einzeln, um das mal Genau. einzuschätzen, abgesehen von den Lüftern? Ja, genau, also der Filter, die liegen irgendwo zwischen 15 und 20 Euro in diesen beiden Größen, die wir haben. Deswegen halt wieder 15 Euro, glaube ich, der kleine Lüfter circa, der kleine Filter und der große Filter liegt meist bei 19 oder 20 Euro. Wenn man einzeln kauft, wenn man natürlich irgendwie in größeren Mengen kaufen möchte, kommt man da deutlich günstig. Ich habe schon Angebote gesehen von weit unter 10 Euro im ähnlichen Formfaktor wie der große jetzt. Und da muss man aber halt natürlich ein paar mehr bestellen. Genau. Genau, das wären sonst auch bis jetzt alle Fragen. Danke, dass ihr alle Fragen beantwortet habt. Jetzt dürft ihr gerne nochmal Tschüss sagen. Ja, gut. Ja. Dann danke auch für Ciao. die Aufmerksamkeit. Dankeschön, Tim, für deine Hilfe. Genau. Und wie gesagt, jetzt ab jetzt gleich machen wir uns noch einen Chunk und dann sind wir im Jitsi. Willst du nur mal kurz den auf zeigen, den Jitsi-Raum, dem Jitsi vom RC3 World, also slash Luftfilter. Und wie gesagt, ich denke mal in 10 Minuten, Viertelstunde sind wir da. Dann bis gleich. Perfekt. Tschüss.